So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream hier im Android-Kurs, im Kurs mobile Apps für Android aus der VHB. Wie jede Woche wollen wir ein bisschen miteinander programmieren und uns dabei die Themen aus dieser Woche anschauen und wie immer heiße ich Sie dazu ganz herzlich willkommen. Und wenn Sie Lust haben, können Sie ja auch kurz Hallo in den Chat reinschreiben. Schreiben Sie mir auch kurz, ob Sie mich hören können, ob Sie mich sehen können, ob technisch alles funktioniert. Und dann legen wir auch gleich los. Was haben wir heute vor? Wir schauen uns heute ein neues Thema aus diesem großen Themengebiet Android raus an, beziehungsweise suchen uns aus dem großen Framework, aus den vielen Möglichkeiten, die Android uns bietet, eine neue Sache aus. Und zwar wird es heute darum gehen, dass wir uns mit den Sensoren beschäftigen, die in einem mobilen Endgerät, Android, aber natürlich auch in anderen Mobilplattformen so verbaut sind und mit denen man Dinge machen kann, die man vielleicht mit anderen Geräteplattformen, mit anderen Formfaktoren, wie jetzt irgendwie einem Desktop-Rechner, nicht unbedingt machen kann. Wir schauen uns zwei ganz konkret an, die was mit der Positionierung bzw. Orientierung des Geräts zu tun haben, nämlich einmal im weitesten Sinne den Magnetsensor und den Positionssensor, den GPS-Sensor. Und aus diesen beiden Sensoren bzw. den Daten, die diese Sensoren liefern, bauen wir uns eine kleine Kompass-App, die zusätzlich zu der Nordrichtung uns auch immer noch den Weg zu oder nach Regensburg zeigt. Das schaue ich mir jetzt mal mit Ihnen ganz kurz an. Ich wechsle mal ganz kurz den Bildschirm. Ich habe zwei kurze Folien vorbereitet, die wir am Anfang kurz durchgehen können. Und dann können wir auch direkt mit der Programmierung loslegen. Vorher vielleicht noch ganz kurz eine Anmerkung. Ich glaube, jetzt sind nicht so viele Leute zu Beginn schon da. Vielleicht sage ich das dann später nochmal. Jetzt kommen ein paar dazu. Aber vielleicht ganz kurz noch organisatorisch eine Information. Denken Sie daran, dass heute die letzte Möglichkeit ist, diese Studienleistung bzw. Übungsaufgabe abzugeben. Also falls Sie da das noch vergessen haben, Ihren Lösungsvorschlag einzureichen, aber gerne Feedback dazu hätten, dann machen Sie das unbedingt heute noch. Sie haben bis 20 Uhr Zeit. Wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt bei der Abgabe oder so, schreiben Sie mir bitte rechtzeitig eine E-Mail. Also nicht erst morgen Nachmittag irgendwann schreiben, da hat irgendwas nicht funktioniert, sondern schreiben Sie mir dann rechtzeitig, dann finden wir auch eine kulante Lösung. Zum weiteren Vorgehen. Sie kriegen dann relativ zeitnah, wahrscheinlich in der nächsten Woche, die zweite Aufgabe, die auch wieder über einen längeren Zeitraum geht. Und für diese erste Aufgabe, die Sie jetzt bearbeitet haben, da werden wir versuchen, Ihnen im Laufe dieser Woche dann entsprechend Feedback oder auch erstmal eine Bewertung zu geben. Bewertung ist einfach nur, haben Sie einen ernsthaften Lösungsvorschlag eingereicht und natürlich kriegen Sie von uns dann auch noch in Form von Code-Kommentaren entsprechend ein bisschen Feedback. Also das zu der laufenden Übungsaufgabe dran denken, abzugeben und dann bekommen Sie auch Feedback von uns. Jetzt aber zurück zu dem, was wir heute vorhaben. Ich möchte mit Ihnen oder ich möchte mich mit Ihnen mit diesem Thema Sensor Daten bzw. Positionsdaten beschäftigen. Was ich vorhabe zu implementieren, ist das, was Sie jetzt hier sehen, so eine Kompass-App. Die besteht zum einen aus so einer Kompassgrafik, die nach Norden zeigt und wir werden versuchen, aus der Positionierung, aus der Orientierung des Smartphones im Raum, also Orientierung auf der Z-Achse, magnetischer Kompass, der in vielen Geräten eingebaut ist, aus diesen ganzen Sensoren werden wir versuchen, die Nordrichtung relativ zur aktuellen Ausrichtung des Geräts festzustellen und dann werden wir diese Kompassnadel, die Sie da sehen, oder diese Grafik entsprechend verschieben. Dann haben wir schon mal eine Kompassfunktion. Und was wir dann noch zusätzlich machen, das ist dieser kleine grüne Pfeil, den Sie auf der Kompassnadel sehen, blauer Pfeil, Entschuldigung, mit dem R. Das steht für Regensburg und da werden wir versuchen, dass dieser Kompass zusätzlich zu der Nordrichtung immer auch nach Regensburg und zwar ganz explizit zur Mitte des Regensburger Universitätscampus zu unserer Kugel
das ist das Wahrzeichen der Uni Regensburg, tatsächlich zeigt. Das heißt, wir beschäftigen uns heute mit verschiedenen Sensoren. Wir schauen uns ein bisschen an, wie wir im Code auf diese Sensoren zugreifen können. Dabei, wenn Sie sich mit dem Lernmaterial beschäftigt haben, geht es in Android immer auch viel um dieses Thema Hardware-Abstraktion. Sie werden sehen, wir beschäftigen uns nicht damit, auf irgendwelche physikalischen Geräte zuzugreifen und da irgendwie an rohe Messwerte oder so zu kommen, sondern wir nutzen die Möglichkeiten, die das Android-Framework bietet, auf eine abstrakte Art und Weise auf diese virtuellen Sensoren über entsprechende Java-APIs zuzugreifen und dann bekommen wir die Ergebnisse und können die in unserem Code verwenden. Also Sensoren sind das große Thema. Dabei geht es zum einen um diese Orientierungswerte, alles, was so im weitesten Sinne mit dem magnetischen Kompass zu tun hat, aber eben auch um die ganz, ganz konkrete Position des Gerätes, nicht nur in seiner Orientierung, sondern auch tatsächlich, wo auf der Welt sind sie eigentlich gerade. Das werden wir mit den GPS-Informationen auslesen. Damit können wir dann diese zusätzliche Information, in welche Richtung ist denn Regensburg, dann entsprechend auch identifizieren bzw. herausfinden und die Kompassnadel entsprechend drehen. Also für die Kompassnadel selber reicht uns die relative Positionierung im Raum. Für die konkrete Information, in welche Richtung müssen sie laufen, damit sie zur Kugel kommen, reicht ihnen nicht nur zu wissen, wo die Kugel ist, sondern sie müssen auch wissen, wo sie gerade sind. Das heißt, da beschäftigen wir uns dann mit Location im weiteren Sinne, also tatsächlich GPS und Position. Und dazu werden wir dann oder dabei werden wir dann auch noch ein weiteres Thema ansprechen müssen, und zwar Permissions. Denn auf manche Möglichkeiten des Android-Frameworks können wir nur dann zugreifen, wenn wir implizit oder explizit vorher um Erlaubnis fragen, und zwar nicht nur beim System, sondern über entsprechende Methodenaufrufe auch tatsächlich bei den Nutzern und Nutzerinnen. Das heißt, wir müssen, wenn wir zum Beispiel wissen möchten, wo befinden sich unsere Nutzer und Nutzerinnen gerade und dazu die GPS-Location abgreifen möchten, müssen wir denen ganz explizit mitteilen, wir machen das und wir hätten gerne dann Erlaubnis, auf diese Daten zuzugreifen. Das heißt, da wird es auch heute kurz drum gehen. Tatsächlich ist das auch gar nicht so schwierig. Sie müssen es nur eben tun. Müssen angeben, dass sie diese Permissions brauchen in ihrer Anwendung und sie müssen zusätzlich auch entsprechend diese Permissions von den Nutzern und Nutzerinnen anfragen. Dann, technisch gesehen, sobald wir diese Daten haben, ist es kein so großes Ding mehr, dass diese beiden Grafiken, oder diese Kompassnadel und dieser Regensburg-Indikator, das sind zwei gleich große oder gleich groß skalierte Vektorgrafiken, die ich vorbereitet habe, die liegen einfach übereinander. Und was wir tun werden, ist, wir werden diese beiden Grafiken dann immer, wenn sich unsere Sensorwerte, also wenn sich die Orientierung unseres Gerätes im Raum, aber auch wenn sich die Position des Gerätes, GPS-Location ändert, entsprechend anpassen. Dann drehen wir diese Grafiken, damit die dann wieder diese konkrete Ausrichtung bzw. die Richtung nach Regensburg repräsentieren. Dazu schon mal ein wichtiger Hinweis. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Wir fangen jetzt gleich zügig an. Aber falls ich es vergesse oder falls ich Ihnen das nicht mehr zeige, wenn Sie in Abhängigkeit von so Sensorwerten Ihr User Interface anpassen und sowas machen wie wir, nämlich hier eine Grafik drehen, dann ist es ganz wichtig, dass Sie versuchen, diese Bewegung so smooth, also so angenehm, so nahtlos wie möglich zu machen. Und das können Sie erreichen, indem Sie über die Standardwerte hinaus dem Android-System sagen, dass alle Änderungen an Ihrem User Interface oder an bestimmten Bereichen von Ihrem User Interface mit eben solchen weichen Transitionen passieren sollen. Und das sage ich nur jetzt schon mal, damit, falls wir da am Ende nicht kommen und sie dann weiter implementieren, sie sich nicht wundern, dass das vielleicht nicht so schön ausschaut, wie es ausschauen könnte. Dann schauen Sie in den Lösungsvorschlag und dann sehen wie das funktioniert. Ich würde gerne bei der Umsetzung so ein kleines bisschen auf gutes Software-Design Wert legen und versuchen, diese verschiedenen Ebenen, die wir jetzt brauchen, halbwegs gut zu abstrahieren. Und dazu zeige ich Ihnen schon mal einen Vorschlag, wie wir das machen könnten. Wir haben im Wesentlichen zwei Aufgaben, habe ich schon gesagt. Es geht irgendwie um Himmelsrichtung, also in welche Richtung ist das Gerät gerade ausgerichtet.
in der realen Welt, aber bezogen auf den relativen Standort. Also da ist es uns nicht wichtig, wo wir sind, sondern nur, wie ist das Gerät ausgerichtet. Und das andere, was wir brauchen, ist die Navigation oder ist ein Bereich aus der Navigation, weil wir einen ganz konkreten Winkel feststellen müssen zwischen dem Ort, wo wir gerade stehen und wo diese Kugel als Wahrzeichen der Uni Regensburg sind. Das sind zwei unterschiedliche Informationen, die wir über das Gerät herausfinden müssen in der physikalischen Welt, damit wir diese Anwendung so implementieren können, wie sie gedacht ist. Und dazu brauchen wir verschiedene Sensoren. Sensoren, falls Sie sich noch nicht damit beschäftigt haben in den Lernmaterialien, das sind irgendwelche Geräte, die in Android-Geräten eingebaut sind, irgendwelche Fühler, irgendwelche GPS-Empfänger, aus denen sich dann bestimmte Daten generieren lassen oder die bestimmte Daten liefern, mit denen wir irgendwas anfangen können. Da gibt es verschiedene Sensoren, nicht alle sind in Android-Geräten immer überall eingebaut. Manche Geräte haben solche Sensoren, manche nicht. Wir müssen, damit wir diese Aufgabe sinnvoll erledigen können, im Wesentlichen den Beschleunigungssensor und das Magnetometer haben. Das sind die beiden Sensoren, die uns erlauben, relativ genau die Himmelsrichtung, also diese letztendliche Kompassfunktion zu implementieren. Also wenn Sie diese beiden Sensoren in einem Gerät drin haben, dann können Sie einen halbwegs validen Kompass implementieren. Und für die Navigation brauchen wir zusätzlich noch den Location Provider. Da müssen wir dann nicht mehr relativ, sondern absolut wissen, wo sind wir denn eigentlich gerade auf der Welt. Und das kann man zum Beispiel mit einem verbauten GPS-Sensor oder über das Mobilfunknetz dann etwas ungenauer feststellen. Aber wir brauchen für diese unterschiedlichen Teilaufgaben unserer App unterschiedliche Sensoren. Und wenn wir das dann berechnen, oder was wir mit diesen Sensoren dann berechnen, sind verschiedene Dinge. Wir berechnen aus den Werten, die uns der Beschleunigungssensor und das Magnetometer gibt, so eine Rotationsmatrix und daraus können wir dann die Orientierung bestimmen. Da müssen wir uns dann ein bisschen darum kümmern, dass wir wissen, über was für Werte wir sprechen. Also wenn Sie sich an den Geometrieunterricht aus der Schule erinnern, Bogenmaß und Grad und so, dann wäre das super für diese Aufgabe, weil es ein, zwei Stellen gibt, an denen das wichtig ist. Aber nochmal, nichts von dem, was wir heute machen, ist wirklich super schwierig, mathematisch oder algorithmisch. Man muss drauf kommen, wie man das macht, aber das zeige ich Ihnen ja. Aber wirklich herausfordernd, was jetzt irgendwelche Algorithmen angeht, die wir selber erschaffen müssen, ist das nicht. Eigentlich gibt es für alles gute Rezepte, die wir nur implementieren müssen. Wenn wir das haben, wenn wir so ein diese Orientierung, das werden wir dann als Azimut ausdrücken. Das ist die Abweichung des Gerätes oder der Geräteausrichtung von der Nordrichtung. Wenn wir die haben, aktualisieren wir das User Interface. Und das Gleiche machen wir dann auch für den Location Provider. Da ist es noch ein bisschen einfacher, weil da schauen wir uns einfach an, wo wir sind. Das kriegen wir von dem Android-Gerät, wenn wir die notwendigen Rechte haben, einfach mitgeteilt in Form von Koordinatenpaaren. Dann schauen wir an, wo wir hinwollen. Und um dann diese Peilung zwischen diesen beiden Orten festzustellen, gibt es auch entsprechende API-Methoden. Wenn wir diese Peilung haben, aktualisieren wir das User Interface. Ganz wichtig, damit das Ganze funktioniert oder damit dieser zweite Teil funktioniert, müssen wir daran denken, an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt vorher die Nutzer und Nutzerinnen zu bitten, uns zu erlauben, auf diese Daten zuzugreifen. Und was ich jetzt gerne implementieren würde, und das ist dann das Software-Design, was ich versuche umzusetzen, ist für beide dieser Anwendungsfälle, einmal für die Himmelsrichtung und einmal für diese Peilung für die Navigation, zwei unterschiedliche Klassen zu schreiben. Das heißt, wir lagern diese ganze Kommunikation mit den Sensoren in zwei Klassen aus. Einmal ein Orientation Provider, der sagt uns, wie ist das Gerät ausgerichtet, und dann einen, ich weiß nicht, wie ich es genannt habe, B-Ring Provider oder so, der uns diese Peilung gibt. Und diese beiden Informationen, die sich dann, während sich das Gerät bewegt, aktualisieren werden, die lassen wir wieder in die Activity zurückfließen und die Activity aktualisiert dann das User Interface. Also das ist kein aufwendiges, aber das ist so die Zielvorstellung von unserem Software Design. Wir haben die Activity, die benutzt zwei Provider, die wir selber implementieren. In den Providern kapseln wir den Zugriff auf diese verschiedenen Sensoren. Wir berechnen da auch schon die
Endergebnisse, die wir brauchen, um das dann im User Interface richtig zu interpretieren. Das fließt in die Activity zurück. Activity aktualisiert das User Interface. Fertig. Also das ist unser Ziel und ich bin mal gespannt, wie weit wir da heute kommen. Wenn Sie möchten, können Sie wie immer mitprogrammieren. Ich poste auch gerne nochmal Links zu dem Starterpaket und auch zu einem fertigen Lösungsvorschlag, falls Sie den später anschauen möchten. Und falls Sie mitmachen möchten und sich jetzt im Hintergrund das Starterpaket runterladen, habe ich in der Zeit kurz Zeit, um das bei mir vorzubereiten, was aber eigentlich schon erledigt ist. Das heißt, ich kann jetzt schon mal langsam zu meinem Bildschirm wechseln. Sie sehen wieder Android Studio. Ich kann Ihnen ja schon mal ganz kurz sagen, was in diesem Starterpaket vorbereitet ist. Das ist nämlich gar nicht so viel und so viel mehr Code wird auch nicht dazukommen. Das ist eine sehr überschaubare Aufgabe. Was ich vorbereitet habe, ist diese Main Activity. Die hat auch schon ein Layout. Ich habe auch dieses Starterpaket schon im Emulator gestartet. Das ist das, was Sie hier rechts sehen. Und im Wesentlichen besteht diese App aus dem Layout, das ich vorbereitet habe, oder Starterpaket besteht aus dem Layout. Und ich habe hier schon mal die beiden Koordinaten. Das sind Längen- und Breitengrade in dem GPS-Format vorbereitet. Das ist dieser Zielpunkt. Das ist die Kugel auf dem Campus der Universität. Und das ist der Ort, für den wir immer mit diesem R auf dem Kompass die Richtung bzw. die Peilung von unserer aktuellen Position zu diesem Ort anzeigen wollen. Also codemäßig war das alles, was vorbereitet ist. Was vielleicht noch interessant ist und was wir uns kurz anschauen können, in dem Layout dieser Activity hier finden wir diese beiden Image Views. Die sind in so einem Frame Layout drin, die liegen da übereinander. Ich habe hier den Alternativtext nicht ergänzt, deshalb ist diese Warnung drin. Sollte man machen. Kann ich Ihnen auch gleich mal zeigen, was ist damit gemeint. Content Description. Da würde ich jetzt wahrscheinlich was reinschreiben wie Grafik oder Kompassgrafik oder sowas. Kompassgrafik. Mir fällt gerade spontan nichts Schönes ein. Kompassgrafik, die vier Himmelsrichtungen anzeigt. Der Nordpunkt ist rot hervorgehoben. Was ist das? So eine Content Description, die hilft dabei, diese Grafik besser zu verstehen. Unter anderem oder wahrscheinlich hauptsächlich wird diese Information, die man natürlich idealerweise in eine String-Ressource auslagern sollte, zum Beispiel für solche Accessibility-Funktionen benutzt. Also wenn Sie eine Android-App machen und Sie möchten, dass Leute, die vielleicht in der Wahrnehmung, in der visuellen eingeschränkt sind, Ihre App besser verstehen. Und Sie gehen davon aus, dass diese Leute, die zum Beispiel in Form von oder mit entsprechenden Hilfsmitteln, die ja mittlerweile auch in Android eingebaut sind, nutzt. Ah, dann können Sie durch diese Content Description den Leuten eine Grafik, die zum Beispiel Blinde ja eigentlich nicht sehen können, beschreiben. Und dann können Sie vielleicht es schaffen, dass Ihre App auch ohne diese visuelle Komponente halbwegs verständlich ist. Es ist jetzt bei unserem konkreten Anwendungsbeispiel vielleicht ein bisschen schwierig. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir dann immer auch die Orientierung vielleicht sinnvoll durch andere Kanäle darstellen, aber das nur mal, um Ihnen zu sagen, wofür diese Content Description, die ich jetzt auch wieder rauslösche, weil ich glaube, nichts ist schlimmer als so eine halbgute Content Description, weil damit ist dann wirklich niemandem geholfen, drin zu lassen. Dafür ist das gedacht. Also Accessibility Features, Sie beschreiben, was auf der Grafik zu sehen ist. Das kennen Sie ja vielleicht auch aus dem Webkontext über dieses Alt-Attribut, Alternative. Und in bestimmten Situationen kann das dann hilfreich sein, um Ihre App vielleicht durch Leute nutzbar zu machen oder von Leuten nutzbar zu machen, die entsprechend den Inhalt dieser Grafik nicht unbedingt vollständig visuell wahrnehmen können. Okay, also das ganz kurz als Abstecher in die Accessibility Features. Was ich Ihnen eigentlich sagen möchte, das sind zwei Image Views, die liegen übereinander und die Grafik, die da drin ist, die ist als Vektorgrafik definiert. Sehen Sie hier mal
exemplarisch an diesem Kompass, also an diesem Teil. Das blaue Zeichen Richtung Regensburg ist nochmal extra definiert. Und das hier ist so ein bisschen wie ein, es ist mehr oder weniger ein SVG, ein bisschen angepasster Syntax für das Android-Format. Aber letztendlich ist das eine Vektorgrafik, die die verschiedenen Abschnitte oder Zeichen aus dieser Grafik dann entsprechend definiert, sodass dann diese Grafik unabhängig von von der konkreten Bildschirmgröße gut skaliert werden kann. Also das ist die Idee davon, das als Vektorgrafik zu machen und nicht als Bitmap. Egal wie groß Ihr Bildschirm ist, Sie können das dann entsprechend immer gut lesen. Und diese einzelnen Punkte, diese Pfade, die hier definiert sind, die definieren dann entsprechend verschiedene Stellen. Ich schaue jetzt mal, ob ich da auch irgendwas Sinnvolles direkt ableiten kann. Ich glaube, das hier müsste diese Nordgrafik sein oder dieser Kreis sein, der nach Norden geht. Ich weiß es jetzt tatsächlich aus dem Stegreif nicht. Vertrauen Sie mir einfach mal, wenn ich Ihnen sage, das sind die verschiedenen Bestandteile unserer Grafik. Wir haben diesen großen Kreis mit diesem Dashed Stroke, also mit dieser gestrichelten Linie. Wir haben diese beiden Linien in der Mitte und dann haben wir diese vier Kreise mit den Buchstaben, die entsprechend die vier Himmelsrichtungen repräsentieren. Also, das sind unsere Vektorgrafiken. Die können Sie übrigens auch im beliebigen Vektorgrafikprogramm erstellen und dann für Android entsprechend umformatieren bzw. konvertieren, damit Sie die nutzen können. Und wenn Sie die dann abgelegt haben in dem Drawable-Ordner, dann können Sie die entsprechend direkt als Drawable in der Layout-Datei referenzieren und so kommt dann dieses Layout für unsere Anwendung zustande. Okay. So viel zum Starterpaket. Mittlerweile sollten Sie alle, wenn Sie mitmachen möchten, das Starterpaket auch vorbereitet haben. Ich frage jetzt nochmal in die Runde, können wir mit dem Programmieren loslegen? Dann schreiben Sie einfach mal okay in den Chat rein. Und wenn Sie noch kurz brauchen, um Ihr Setup einzurichten, schreiben Sie nicht okay rein. Und dann weiß ich, dass wir loslegen können. Okay, also schaut so aus, als ob die Leute, die mitmachen möchten, d'accord sind, dass wir jetzt loslegen. Und dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit mehr, sondern fangen einfach direkt mal an. Ich habe schon gesagt, mit was ich anfange oder wie ich mir die Software vorstelle. Ich würde gerne diese ganze Sensorthematik, sowohl was die Orientierung angeht, als auch was die tatsächliche Position angeht, kapseln jeweils in eine eigene Klasse und die Idee ist, dass dann diese Activity hier diese beiden Klassen instanziert und die hat dann einen Orientation Provider und einen Bebring Provider. Wir sorgen irgendwie dafür, dass wenn sich in diesen Providern was tut, also wenn sich die Sensorwerte ändern, die Activity informiert wird. Das machen wir wahrscheinlich, weil es besser ist, das aus dem Provider in die Activity reinzugeben, anstatt immer die Activity fragen zu lassen, ob sich was geändert hat. Über so ein Push-System. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich irgendwie so ein ganz einfaches Listener-Interface implementieren und die miteinander verbinden. Und alles, was diese Sensoren brauchen, um ihre Aufgabe zu erledigen, und das werden ein paar Sachen sein, die eigentlich nur auf Activity-Ebene vorhanden sind, geben wir denen dann über die Konstruktoren mit. Also das ist jetzt die Idee. Wir implementieren in separaten Klassen die ganze Sensormechanik. Alles, was diese Klassen brauchen, um ihre Arbeit zu erledigen, packen wir über den Konstruktor oder öffentliche Methoden rein. Und alles, was wieder rauskommt als Update, als Sensor-Update, geben wir über ein Listener-Interface an die Activity weiter. Lassen Sie uns mal loslegen, indem wir vielleicht gleich die erste Klasse machen.
Ich mache mal ein neues Package in meinem Projekt auf, das nenne ich Sensors. Und in diesem Sensor-Package mache ich eine neue Klasse und ich fange jetzt mal an mit dem ersten Teil. Kann ich Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, um was es jetzt hier geht. Jetzt sehen Sie PowerPoint, das ist nicht so interessant. Das wollte ich Ihnen zeigen. Und auf diesem Bildschirm wollte ich Ihnen das hier zeigen. Wir beschäftigen uns jetzt mit dieser ersten Ebene hier oben, also mit der oberen Hälfte von der Grafik. Und zwar ganz konkret bauen wir uns einen Sensor-Provider, also eine kleine Klasse, die auf den Beschleunigungssensor und auf das Magnetometer zugreift. Also das ist unser Ziel und da versuchen wir jetzt hinzukommen. Dazu gehen wir zurück in unseren Code. Sie sehen den jetzt auch wieder und ich fange mal damit an, eine neue Klasse zu erstellen und die nenne ich Orientation Provider. Aufgabe vom Orientation Provider ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Greift auf den Magnetsensor und den Beschleunigungssensor zurück, verarbeitet die Werte so, dass wir am Ende ein Endergebnis haben, was uns die Orientierung des Gerätes im Raum letztendlich in einem Format repräsentiert, mit dem wir dann diese Kompassnadel bewegen können. Dieser Provider wird von der Activity erstellt und im Konstruktor übergeben wir auf jeden Fall eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, und zwar einen Sensormanager. Den Parameter nenne ich mal so und importiere mir auch die entsprechenden Klassen. Warum braucht dieser Orientation Provider einen Sensormanager? Ich würde gerne dieses initiale Holen von den Sensoren und dies Registrieren von den entsprechenden Listenern, damit erstmal der Orientation Provider intern über diese Änderungen an den Sensorwerten informiert wird, in dieser Klasse komplett handhaben. Und ich übergebe diesem Orientation Provider diesen Sensormanager, weil der Sensormanager, das ist die Schnittstelle von unserer App zu diesen ganzen Hardware-Sensoren, die das Android-System mitgibt. Diesen Sensormanager, den können wir fragen, was gibt es denn für Sensoren? Ist auf dem Gerät, auf dem ich gerade arbeite, vielleicht so ein Beschleunigungssensor vorhanden oder nicht? Ist dann ein Magnetsensor, also ein Magnetfeldsensor da? Wenn ja, könntest du mir bitte Status-Updates in diesem Delay und so weiter dafür geben. Das ist dieser ganze Zugriff auf diese Sensoren funktioniert über diesen Sensormanager. Idee dahinter ist immer, irgendwo auf Ihrem Smartphone ist tatsächlich dieser physikalische Sensor verbaut. Der interessiert uns als Entwickler oder Entwicklerin aber super wenig. Wir wollen uns nicht mit Hardware beschäftigen, sondern mit Software. Android, das Betriebssystem, abstrahiert den Zugriff auf diese ganzen Sensorwerte und unsere App fragt über einen solchen Sensormanager immer an, was gibt es denn für Sensoren und könnten die vielleicht nicht Daten liefern. Und diesen Sensormanager, den müssen wir auf eine bestimmte Art und Weise referenzieren. Das können wir eigentlich nur in der Activity machen und deshalb machen wir das auch in der Activity. Da holen wir uns den Sensormanager, geben den dann aber an den Orientation Provider und den Bearing Provider weiter, damit die den verwenden können. Also wir nehmen eine Information, eine Komponente, die eigentlich nur auf einer höheren Ebene vorhanden ist, nämlich in der Activity. Nur da können wir direkt auf den Sensormanager zugreifen und dann pushen wir das in die Komponenten von unserem Software Design, die hierarchisch da ein bisschen drunter sind, die den wir aber tatsächlich brauchen. Diesen Sensormanager, den brauchen wir an verschiedenen Stellen und deshalb würde ich den gerne in einer Instanzvariable abspeichern, vom Typen Sensormanager. Die mache ich final, weil die belegen wir nur einmal in dem Konstruktor und danach verändert sich der Inhalt nicht mehr. Das heißt, das hier ist völlig ausreichend. Was wir jetzt eigentlich auch schon machen können, ist, wir können uns überlegen, was wir ganz am Ende von dieser Klasse eigentlich möchten. Also wir haben jetzt den Konstruktor definiert.
Das geben wir der Klasse mit, den Sensormanager. Dann soll diese Klasse ganz, ganz viel tun. Die soll dafür sorgen, dass sie regelmäßig über Änderungen an dem Magnetfeldsensor, Änderungen an dem Orientation-Sensor informiert wird. Soll da ein bisschen rumrechnen. Bin ich mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich. Und ganz am Ende wollen wir irgendwas wissen. Wir wollen nämlich wissen, in welcher Ausrichtung liegt das Gerät gerade in der Welt? Also wie stark weicht die Orientierung, also oben quasi von dem Gerät, von der Nordrichtung, von der Nordpeilung tatsächlich ab? Das ist die Information, die wir gerne hätten. Und die wollen wir am Ende irgendwie aus dieser Klasse rausgeben. Und ich habe ja schon angekündigt, dass wir das über einen Interface, über so ein Listener-Interface machen. Und wenn wir jetzt schon wissen, wie das Ende von dieser ganzen Geschichte ausschaut, können wir das eigentlich auch schon implementieren. Weil dann haben wir nämlich schon alle Berührungspunkte, die andere Stellen von unserer App mit dieser ganz konkreten Klasse haben, fertig definiert. Dann wissen wir, wie wird diese Klasse erstellt in der Activity. Und wir wissen auch, was erwartet die Activity für Informationen. Wir können auch das Registrieren der Activity bei diesem Provider direkt schon implementieren. Und dann kümmern wir uns nur noch um das Interne. Das heißt, jetzt mal kurz zu machen. Erstelle mir direkt in dieser Klasse ein öffentliches Interface. Das nenne ich Orientation Provider Listener. Unspektakulär der Name, aber der beschreibt ganz genau, was es sein soll. Dieses Interface implementieren alle Komponenten unserer Anwendung, die sich für Status-Updates aus diesem Orientation Provider interessieren. Und wir definieren genau eine Methode, die dieses Interface vorhalten muss, nämlich eine Methode, die aufgerufen wird, wenn sich dieses Azimut, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich das richtig ausspreche, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Im Deutschen schreibt man es so, im Englischen kommt noch eine TH hinten dran. Nochmal, dieses Azimut ist die Abweichung von einer bestimmten Peilung von der Nordrichtung. Das ist nicht so hundertprozentig richtig, weil sich hinter diesem Begriff noch ganz, ganz viel mehr verbirgt, aber für unseren Anwendungsfall können wir das jetzt mal definieren. Wir haben jetzt hier die Nordrichtung in dieser Kompassnadel nach oben. Und wenn unser Gerät jetzt ein bisschen in diese Richtung hier geneigt wäre, wäre dieser Unterschied, Augenblick bitte. So. Kleiner Frosch im Hals. Diese Abweichung von oder diese Drehung, die dann eine Abweichung von unserem Gerät von diesem Nordpunkt ausmacht, dieser Winkel, das wäre dieses Azimut. Also das ist diese Abweichung von der Nordrichtung. Das können wir uns vielleicht so grob für heute merken. Und wenn Sie Lust haben, lesen Sie sich mal den Wikipedia-Artikel dazu durch. Da stehen dann tausend mehr Sachen, die ich jetzt gar nicht so gut erklären kann. Aber für uns reicht, Azimut ist für uns diese Abweichung von Ausrichtung des Geräts und Nordpeilung. Wenn sich die ändert, würden wir gerne darüber informiert werden. Und ich lege jetzt einfach mal fest, dass wir das als Float-Wert später nach außen geben. Und damit ist dann eine Gradangabe gemeint. Also wir geben nach außen, es hat sich irgendwas geändert in diesem Orientation Provider und das Gerät, die Ausrichtung des Geräts weicht jetzt so und so viele Grad von der tatsächlichen Nordrichtung ab. Also das ist der Anfang und das ist das Ende von allem, was diese Klasse machen soll. Und wir können das auch gleich schon in dem Konstruktor verwenden. Wir können nämlich gleich in diesem Objekt, was wir da instanzieren, auch einen Listener mitgeben. Dann haben wir so eine 1-zu-1-Beziehung. Es gibt immer genau einen Orientation Provider, der einen Listener bedient. Und wir speichern uns diesen Listener in einer Instanzvariable. Ich habe die Instanzvariable jetzt noch gar nicht angelegt. Warum? Weil ich Ihnen kurz zeigen möchte, wie Sie in der Android Studio Umgebung ein bisschen effektiver arbeiten können. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, sys.listener ist gleich Listener. Also, jetzt kurz ein bisschen rauszoomen.
Das, was hier als Parameter übergeben werden soll, soll in einer Instanzvariable, die Listener heißt, gespeichert werden. Es gibt aber noch gar keine Instanzvariable. Die könnte ich jetzt hier hinschreiben. Public Final Orientation Provider Listener Listener. Wäre das Problem gelöst. Oder ich schreibe einfach hin, was ich machen möchte. Und dann gehe ich in dieses Kontextmenü. Und dann schlägt Android Studio mir schon vor, wir könnten das Problem einfach lösen, indem wir dieses Feld anlegen. Und da muss ich das nicht selber machen, sondern es wird automatisch dieser Code generiert. Also dieses Auto-Completion, ein wichtiges Feature, um effektiv in der Entwicklungsumgebung zu arbeiten. Okay, Listener ist da, mit dem wir später die Informationen nach außen geben. Sensor Manager haben wir auch. Jetzt müssen wir auf die Sensoren zugreifen. Und das machen wir am besten an irgendeinem wohldefinierten Zeitpunkt oder zu einem wohldefinierten Zeitpunkt. Irgendwann möchte ich anfangen, dass dieser Orientation Provider und damit meine App auf diese ganzen Änderungen, die sich in der Lage des Gerätes ergeben, lauscht. Und irgendwann möchte ich vielleicht später auch damit aufhören. Also ich möchte wohldefinierte Zeitpunkte haben. Jetzt lausche ich auf die Sensoren, jetzt lausche ich nicht auf die Sensoren. Und ein Weg dafür ist, das jetzt nicht gleich im Konstruktor zu machen, also nicht in dem Moment, wo dieser Orientation Provider tatsächlich erstellt wird, fängt er auch an, auf Sensordaten zu lauschen und die zu verarbeiten, sondern wir definieren einfach zwei Methoden, public void start. Wenn die Methode aufgerufen wird, fängt unser Orientation Provider an zu arbeiten, public void stop. Wenn die Methode von außen aufgerufen wird, hört unser Orientation Provider auf zu arbeiten. Das sind die beiden Zeitpunkte und die werden dann von außen aus der Activity entsprechend aufgerufen, um entweder diesen Orientation Provider zu aktivieren, er soll uns Daten liefern, oder ihn zu deaktivieren oder zu pausieren. Fangen wir mal mit dem Start an. Was müssen wir machen? Wir müssen zwei wesentliche Schritte jetzt machen. Wir müssen uns erst umschauen auf unserem Smartphone und das können wir nicht so wirklich, deshalb machen wir das über den Sensormanager indirekt. Was gibt es denn für Sensoren und sind die Sensoren, die wir jetzt ganz konkret für unseren Anwendungsfall brauchen, überhaupt vorhanden? Wenn ja, also wenn wir einen Beschleunigungssensor und einen Magnetfeldsensor haben auf dem Gerät, akzeptieren Sie einfach mal kurz, dass wir die beiden brauchen, dann sorgen wir dafür, dass unser Orientation Provider darüber informiert wird, wenn sich deren Messwerte ändern. Das sind die beiden Sachen, die in der Startmethode passieren sollen. Wir schauen an, haben wir die Sensoren zur Verfügung? Wenn ja, registrieren wir uns, damit wir erstmal im Orientation Provider überhaupt irgendwelche Messwerte bekommen. Und mit den Messwerten können wir dann im nächsten Schritt weitermachen und zum Beispiel die Orientierung von unserem Gerät ausrechnen und entsprechend dann die Information, dieses Azimut nach außen geben, damit dann die Activity das User Interface entsprechend anpassen kann. Also zwei verschiedene Sachen. Erster Punkt, erstmal herausfinden, gibt es die Sensoren, die wir brauchen. Und das machen wir, indem wir versuchen, über den Sensormanager auf einen entsprechenden Sensor zuzugreifen und uns dann anschauen, ob wir ein valides Objekt zurückbekommen haben oder ob wir einen Nullwert zurückbekommen haben. Und wenn wir einen Nullwert zurückbekommen haben, dann heißt das, der Sensor ist leider nicht da. Sensoren werden in Android jetzt immer über ein Objekt vom Typen Sensor repräsentiert. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Beschleunigungssensor zugreifen möchten, dann erstellen wir uns eine lokale Variable, der wir einen entsprechenden Namen geben. Ich importiere das Ganze mal, diese Klasse Sensor. Dann speichern wir uns irgendwas da rein, und zwar das, was wir bekommen, wenn wir den Sensormanager, den haben wir im Konstruktor übergeben, bekommen. Wenn wir den fragen, gib uns doch mal den Standardsensor vom Typen und die ganzen Typen, die verschiedene Art von Sensoren, ich mache mal den Emulator hier kurz aus, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Die verschiedenen Arten von Sensoren, die wir jetzt auf diesem Gerät erfragen können, die werden durch Konstanten abgebildet, die sich in dieser Sensorklasse befinden. Und da gibt es zum Beispiel den
Typen für den Beschleunigungssensor. Also viel, was wir hier aus dieser Zeile uns nochmal anschauen müssen. Im Prinzip ist es eine ganz, ganz einfache Sache. Der Sensormanager kennt alle Sensoren. Der weiß auch, was für eine Art von Sensoren es überhaupt in Android geben kann. Also es können nur die Sensoren benutzt werden, die auch in der API als solche bekannt sind und grundsätzlich implementiert worden sind. Wir fragen den Sensormanager, gibt es einen Beschleunigungssensor? Wenn ja, kriegen wir ein Objekt zurück, was diesen Beschleunigungssensor repräsentiert. Und das ist dann in dieser Variable hier gespeichert. Wenn nicht, kriegen wir Null zurück und das ist für uns das Signal, es gibt keinen Beschleunigungssensor auf diesem Gerät, das wir gerade nutzen. Ganz, ganz wichtig, wir fragen nicht explizit nach einem bestimmten Gerät. Also ich sage hier nicht, gib mir bitte den Beschleunigungssensor vom Typen XY, der irgendwo auf der Android-Platine an der Stelle Z verlötet ist, sondern wir fragen ganz allgemein, gibt es einen Beschleunigungssensor? Das ist ganz, ganz wichtig, dass zumindest ein, zwei Mal sich ins Gedächtnis zu rufen, weil wir in Android in diesem ganzen Framework, wenn es um Sensordaten geht, ganz, ganz starke Abstraktionsebenen und Layers haben. Wir greifen fast nie in Android direkt auf irgendwelche Hardware zu, sondern wir machen das über verschiedene Ebenen, über natürlich irgendwelche Java-Objekte, aber diese Java-Objekte, die repräsentieren auch nochmal diese Abstraktionsebenen. Also der Sensormanager und wahrscheinlich der Sensormanager nicht mal selber, sondern irgendwelche Hardware-Schichten darunter im Linux-Kernel von ihrem Android-Betriebssystem kennt diese ganzen Sensoren. Der Sensormanager weiß, was es für Sensoren gibt oder ob es einen Sensor für einen bestimmten Typ gibt. Und wir holen uns dann die Sensoren, die von dem Gerät unterstützt werden. Aber nochmal, das ist eine Abstraktionsebene hier. Wir wissen nicht, was das genau für ein Sensor ist. Können wir vielleicht ein paar Informationen erfragen über dieses Objekt, aber es geht wirklich darum, dass wir ein Objekt haben, mit dem wir potenziell auf einen dieser Sensoren zugreifen können. Das ist auch deshalb wichtig, weil das Android-System dann vielleicht auch Sensoren entsprechend ersetzen kann, wenn wir vielleicht irgendwie einen bestimmten Sensor gar nicht als Hardware-Sensor verbaut haben, kann vielleicht das Android-System einen virtuellen Sensor definieren, der dann ähnliche Ergebnisse liefert. Und dann kriegen wir das als Entwickler und Entwicklerinnen gar nicht unbedingt mit. Ein Discord-Channel gibt es auch. Das Ganze ist hier so eine Lehrveranstaltung von der Uni Regensburg organisiert. Und zumindest den öffentlichen Teil von unserem Discord-Channel, den kann man sich gerne anschauen. Kann ich später dann auch gerne nochmal einen Link posten. Also, Sensoren in Android funktionieren auf abstrakter Ebene. Wir fragen den Sensormanager, gibt es einen bestimmten Sensor? Wir kriegen entweder ein Objekt zurück, mit dem wir dann die Sensorwerte auslesen können, oder wir kriegen Null zurück, wenn es diesen Sensor nicht gibt. Wir brauchen neben dem Beschleunigungssensor noch einen zweiten Typ von Sensor, und zwar diesen Magnetfeldsensor. Das brauchen wir deshalb, weil wir aus der Kombination von den Werten, die diese beiden Sensoren liefern, dann sehr genau diese physikalische Ausrichtung des Geräts definieren können. Das heißt, neben dem Beschleunigungssensor machen wir jetzt genau das Gleiche nochmal. Wir fragen wieder, gibt es einen bestimmten Sensor? Und zwar geht es jetzt um diesen Magnetfeldsensor. Und dementsprechend heißt auch unsere Variable Magnetic Field Sensor. Die Abfrage ist wieder die gleiche. Sensormanager, kennst du einen Sensor für einen bestimmten Typen? Und zwar für den Typen Magnetfeldsensor. Also das sind die beiden Sensoren, die uns interessieren. Und wir kriegen beide aus dem Sensormanager über die gleiche Art und Weise ausgelesen. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten für den Zustand unseres Programms nach diesen beiden Zeilen. Also es könnte entweder sein, und das wäre der beste Fall, wir haben sowohl einen Beschleunigungssensor als auch einen Magnetfeldsensor auf dem Gerät verfügbar und wir können auf beide zugreifen. Das wäre der optimale Fall und das ist auch der einzige Fall, bei dem wir eigentlich sinnvoll weitermachen können. Wenn uns der Beschleunigungssensor oder der Magnetfeldsensor oder beide fehlen, weil die einfach auf dem Gerät nicht vorhanden sind, das kann durchaus sein. Also es gibt so eine Spezifikation, was ein Android-Gerät alles können muss.
Und ich glaube, dass ein Beschleunigungssensor zumindest für Smartphones wahrscheinlich auch eine Voraussetzung dafür ist, dass man da offiziell Android benutzen kann. Kann aber auch sein, dass es gar nicht stimmt und man auch ohne Beschleunigungssensor ein Android-Gerät an den Markt bringen kann. Magnetfeldsensor ist, glaube ich, auf keinen Fall eine Voraussetzung. Also es kann durchaus sein, dass sie diesen Code auf einem Gerät ausführen, auf einem Smartphone, wo einer dieser beiden Sensoren einfach nicht verbaut ist. Und dann können wir eigentlich sofort abbrechen, weil wir dann diese Kompassfunktion nicht sinnvoll umsetzen können. Das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Fälle und der optimale Fall ist, oder der einzige Fall, der für uns positiv ist, wir haben von dem Sensormanager für beide Anfragen einen validen Sensor zurückbekommen. Wenn nicht, Pech gehabt, dann können wir an der Stelle nicht weiterarbeiten. Deshalb, bevor ich jetzt weitermache und bevor ich jetzt irgendwie versuche, auf diese Sensordaten zuzugreifen, mache ich eine Sache. Ich schaue einfach mal, habe ich denn für den Beschleunigungssensor etwas anderes als Null zurückbekommen und habe ich für den Magnetfeldsensor etwas anderes als Null zurückbekommen? Wenn ja, mache ich weiter. Und das drehe ich jetzt aber um, weil ich aus dieser Methode rausgehen möchte in den negativen Fällen. Deshalb frage ich jetzt ganz explizit, ist in der Variable für den Beschleunigungssensor Null drin oder ist in der Variable für den Magnetfeldsensor Null drin? Und wenn eine dieser beiden Bedingungsprüfungen oder eine dieser beiden Prüfungen mit True beantwortet wird, dann weiß ich, hier geht es nicht weiter. Hier muss ich meine App eigentlich abbrechen. Also diese Kompassfunktion kann ich an der Stelle nicht wirklich implementieren. Kleiner Hinweis, für ganz viele Sensoren können Sie das auch schon im Manifest, wenn Sie da drin sind, entsprechend definieren. Hier oben, darum kümmern wir uns gleich, gibt es dieses Uses Feature Attribut bzw. Element. Und wenn Sie hier einen bestimmten Sensor angeben, also zum Beispiel der Beschleunigungssensor hier in dem Fall, dann kann über den Play Store diese App gar nicht installiert werden, wenn auf dem Gerät dieser Sensor nicht vorhanden ist. Also das hier ist eine Sicherheitsüberprüfung. Sie können aber auch schon den Zugang zu Ihrer App anhand von diesen Hardware-Features einschränken, wenn Sie das im Manifest entsprechend festhalten. Und dann wird Leuten, die keinen Beschleunigungssensor haben auf dem Gerät, diese App auch gar nicht zur Installation angezeigt. Und das ist natürlich auch das, was Sie tun sollten. Weil irgendwie eine Möglichkeit oder eine Funktionalität suggerieren, die dann auf den Geräten aber nicht genutzt werden kann, ist natürlich keine so coole Idee. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, wir stellen kurz fest, können wir weitermachen oder nicht. Wenn wir nicht weitermachen können, dann würde ich gerne das nach außen kommunizieren. Und wenn ich so eine Fehlersituation oder eine Ausnahmesituation, wir gehen davon aus, der Normalfall ist, beide Sensoren sind da, das ist der Fall, den wir weiter betrachten werden. Ausnahme ist, einer dieser beiden Sensoren ist nicht vorhanden und ich möchte diese Ausnahme jetzt innerhalb von meinem Code kommunizieren. Ich möchte der Stelle, die diese Startmethode aufruft, sagen, sorry, das, was du eigentlich willst, kann nicht passieren, weil hier gerade ein Fehler passiert ist. Einer der Sensoren ist nicht da. Und wenn ich solche, ich habe es jetzt mehrfach erwähnt, solche Ausnahmen in Java, und wir programmieren hier gerade mit Java, dann kommunizieren möchten, dann gibt es ein ganz weit bekanntes Sprachfeature, mit dem man das macht. Also wenn ich irgendwie so eine Ausnahme im Quellcode oder zu eigentlich, wenn ich im Quellcode eine Ausnahmesituation, die zur Laufzeit auftritt, kommunizieren und verarbeiten möchte, dann nutze ich in Java eine ganz bestimmte Funktionalität. Erinnern Sie sich noch an was ich auf was ich hinaus möchte? Ich weiß jetzt nicht, bei den Leuten, die jetzt von extern irgendwie dazugekommen sind, wenn sie jetzt schreiben, dass sie mit Android-Apps gerade angefangen haben, ob sie dann eh schon mit Kotlin schreiben oder ob sie noch Java nutzen. Wenn sie Java nutzen, kennen sie aber dieses Feature vielleicht. Die anderen Leute, die schon eine Java-Vorlesung hinter sich haben, die müssten aber eigentlich wissen, auf was ich hinaus möchte. Also erinnern Sie sich noch, was da so in Java eingebaut ist als Sprachfeature. Try and Catch, genau, das ist schon mal der richtige Weg. Und was, wo benutzen wir Try and Catch? Also was catchen wir beim Versuch, einen bestimmten Code auszuführen?
Also Try and Catch, das ist das, was später in der Activity passiert. Und damit es was zu catchen gibt, muss an der anderen Seite irgendwas geschmissen werden. Error bzw. Exception ist das in Java. Also in Java gibt es diese Basisklasse Exception. Sie können über das Throw-Schlüsselwort eine neue Exception schmeißen und dann ist der Code, die Methode, in der diese Exception geschmissen wird, dafür verantwortlich, über diesen Try-and-Catch-Block entsprechend diese besondere Situation abzufangen und zu verarbeiten. Und genau das mache ich jetzt mal ganz kurz. Es gibt wahrscheinlich noch tausend andere Wege, wie wir diese Stelle hier handhaben könnten. Aber ich würde es gerne machen, weil diese Verwendung von Exceptions ist jetzt nicht verkehrt. Also man kann das auch übertreiben, aber an der Stelle würde ich sagen, ist das super, weil wir haben eine ganz bestimmte Fehlersituation, eine ganz bestimmte Ausnahme und die können wir einfach definieren, indem wir sagen, wir schmeißen irgendwie eine neue Exception. Ich glaube, eine Exception kann man auch immer so einen String mitgeben, der die dann nochmal genauer beschreibt. Und ich übergebe dieser Exception jetzt nochmal einen Beschreibungstext. Could not retrieve all sensors. Beschreibt, glaube ich, relativ gut, was das Problem ist. Es konnten nicht alle Sensoren, die benötigt werden, tatsächlich abgegriffen werden. Und jetzt kommt hier wieder so eine Fehlermeldung. Was ist die Fehlermeldung? Wir werfen in der Methode eine Exception und da müssen wir irgendwie damit umgehen. Das heißt, wir müssen entweder unseren eigenen Code mit so Try and Catch umschließen. Das ist das hier, damit dieser Fehler auch tatsächlich abgefangen wird. Aber das wollen wir eigentlich nicht. Was wir wollen ist, wir wollen in die Signatur von unserer Methode so eine Exception ergänzen, damit die anderen Stellen, die diese öffentliche Methode dann aufrufen, wissen, hier kann was schiefgehen, hier kann so eine Fehlersituation auftreten und die sind dann dafür verantwortlich, das abzufangen. Ganz schnell eine kleine Sache noch. Ich nutze hier diese Basisklasse Exception einfach. Es ist nicht so super schön. Was vielleicht ein bisschen schöner ist, ist, sich die Mühe zu machen, sich eine eigene Exception zu erstellen. Das mache ich mal schnell. Auch wieder mit einer inneren Klasse, direkt hier drin, Public Static Class, Orientation Provider Exception vielleicht. Die erbt von Exception. Die kriegt einen öffentlichen Konstruktor und weil wir eh schon wissen, was die Fehlerbeschreibung ist, übergeben wir der im da habe ich was vergessen. So. Weil wir eh immer schon wissen, wie dieser String ausschauen soll, der da übergeben wird, sorgen wir dafür, dass immer, wenn eine Orientation Provider Exception aufgerufen wird oder erstellt wird, der Superkonstruktor aufgerufen wird und da dann immer dieser gleiche String reingegeben wird. Also wir kapseln einfach, auch wenn es an der Stelle ein bisschen unnötig ist, diese Art von Fehler nochmal. Weil wir wollen genauer beschreiben, um was es für eine Art von Fehler es sich handelt. Hier sagen wir einfach nur, es ist ein Fehler aufgetreten und wir beschreiben den Fehler. Was wir mit einer extra Klasse machen, und die kann dann auch noch ausführlicher sein und mehr Informationen beinhalten, ist, wir sagen, es ist eine ganz bestimmte Art von Fehler aufgetreten, nämlich eine Orientation Provider Exception. Ob das jetzt inhaltlich so viel besser ist, wage ich selber auch zu bezweifeln, aber die Idee ist, wir machen eigene Exceptions, um bestimmte Fehlersituationen, die für unsere Anwendung unique sind, entsprechend auch zu be beschreiben. Das sehen wir vielleicht gleich dann, wenn wir in der Activity sind, nochmal ein bisschen mehr die Sinnhaftigkeit davon. Okay, aber gehen wir mal davon aus, dass wir nicht an die Stelle kommen, an die ja der diese Exception geschmissen wird. Dann wäre nämlich der Fall eingetreten, dass wir auf die beiden Sensoren zugreifen können. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen sagen, okay, es gibt einen Beschleunigungssensor, es gibt einen Magnetfeldsensor und mein Orientation Provider, der würde gerne
mitbekommen, wenn sich deren Messwerte ändern. Das ist das Prinzip von diesen Sensoren. Die existieren, die liefern immer, wenn sich irgendwas verändert, neue Werte. Und wir registrieren uns jetzt oder wir registrieren jetzt unseren Orientation Providern bei diesen beiden Sensoren und sorgen dafür, dass der immer informiert wird, wenn sich da irgendwelche Messwerte ändern. Und das ist ein bisschen komplexer als ein ganz normales Observer-Pattern, weil wir jetzt immer sagen müssen, für welche Sensorwerte wir uns interessieren. Und wir müssen dem Android-System beschreiben an dieser Stelle mehr oder weniger, was wir mit diesen Werten vorhaben. Wie genau müssen diese Werte sein? Wie häufig brauchen wir diese Informationen? Das ist deshalb wichtig, weil Sie sich vielleicht vorstellen können, es kostet vielleicht mehr Energie und mehr Prozessorleistung, wenn wir jede zehnte Millisekunde darüber informiert werden, wenn sich die Orientierung ändert, als wenn wir vielleicht nur einmal in der Sekunde informiert werden, weil das dann weniger Aufgaben für diesen Sensor sind, weniger Informationen, die in unsere App reingeht. Und das Android-System ist da tendenziell eher sparsam, weil das natürlich ein Interesse daran hat, dass jetzt Ihre App nicht alle Ressourcen verbraucht. Gerade im mobilen Gerät sind ja auch sowas wie Akkuleistungen wichtig. Und deshalb müssen Sie immer, wenn Sie auf die Sensordaten zugreifen, diesen Fragenkatalog quasi beantworten. Was für eine Art von Informationen brauchen Sie? Wie genau muss das sein? Und das Android-Betriebssystem entscheidet dann für Sie, wie gut und wie hoch aufgelöst die Werte sind, die Sie da bekommen. Also, wir machen einen Vorschlag, wir sagen, wir hätten gerne Beschleunigungssensorwerte in der und der Auflösung, mit dem und dem Delay. Was wir dann bekommen, hängt vom Android-Betriebssystem ab, aber im Normalfall ist das dann so ungefähr in der Größenordnung, die wir haben. Das heißt, Ihre Aufgabe als Programmierer und Programmiererin ist es dann, sich zu überlegen, brauche ich die Werte jetzt sehr genau oder reicht es mir vielleicht auch, ein bisschen seltener darüber informiert zu werden und das dann diesem Orientation-Sensor zu sagen oder diesem Sensor-Manager zu sagen. Ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Das Erste, was wir machen, ist, wir machen unsere Klasse jetzt hier mal zu einem Sensor Event Listener. Das ist nämlich das Interface, was alle Klassen implementieren müssen, die sich bei dem Sensor Manager als, ja, als Listener für so Sensor-Updates registrieren. Und damit wir das auf dieser Klassenebene machen können und nicht mit inneren Klassen oder anonymen Klassen und sowas arbeiten müssen, implementieren wir das auf der Ebene von dem Orientation Provider. Dazu müssen wir eine Methode implementieren, zwei Methoden implementieren. Sobald wir uns registrieren jetzt gleich als Orientation Provider, als Sensor Event Listener bei dem Sensor Manager, werden wir dann immer informiert, wenn sich die Sensorwerte ändern. Das ist diese erste Callback-Methode on Sensor Changed und auch wenn sich die Genauigkeit von dem Sensor ändert. Also es kann sein, dass manche Sensoren in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche genaue Ergebnisse liefern. Klassisches Beispiel der GPS-Sensor, wenn der Himmel vielleicht bewölkt ist oder Sie so im Gebäudeschatten sind oder Sie aus irgendeinem Grund an einem Ort auf der Welt sind, der nicht genauso gut von GPS-Signalen abgedeckt ist wie die anderen Orte, weiß ich gar nicht, ob das überall gleich ist. Würde man ja irgendwie fast vermuten, dass da die Satelliten oben so verteilt sind, dass die überall gleich gute Ergebnisse liefern. Aber der GPS-Sensor ist so ein klassisches Beispiel dafür. Das kann sich ändern. Es kann sein, dass Sie vielleicht mit der maximalen Genauigkeit arbeiten können. Was ist das bei GPS? Wahrscheinlich so ein, zwei Meter Genauigkeit oder aus welchen Gründen auch immer ist das Signal gerade schwach. Sie kriegen nur Signale von 3 statt von 5 Satelliten gerade mit und dann ist die Genauigkeit eben entsprechend schlechter, 10 Meter oder so. Und wenn sich der Sensor, für den Sie sich registriert haben, hinsichtlich seiner Genauigkeit ändert, kriegen Sie das hier in dieser Methode entsprechend mit. Aber diese On-Sensor-Change-Methode ist für uns die wichtigere. Da kriegen wir nämlich immer die neuesten Sensorwerte mit, die neuesten Messwerte. Und dann sagen wir jetzt dem Sensormanager, ich würde mich gerne registrieren für eine bestimmte Art von Sensorwerten. Wer ist ich? Ich ist der Orientation Provider, der dieses Interface deswegen implementiert. Das heißt, das sind wir sind an der Stelle wir oder Sys, die Klasse, in der wir gerade sind. Dann, welcher Sensor, für welchen Sensor interessieren wir uns? Wir interessieren uns für den Beschleunigungssensor und zwar für den ganz konkreten Sensor,
den wir uns über den Sensormanager geholt haben. Wir haben ja gesagt, gibt es einen Beschleunigungssensor? Wenn ja, gib uns den bitte zurück. Referenz darauf ist in dieser Variable gespeichert. Um die geht es jetzt. Wir wollen gerne von diesem Sensor darüber informiert werden, oder unser Orientation Provider hier als Sys möchte von diesem Sensor darüber informiert werden, wenn es neue Sensorwerte gibt. Und jetzt kommen diese Fragen, die wir beantworten müssen. Das erste ist, in was für einer Häufigkeit wollen wir diese Werte bekommen? Da gibt es ein paar Konstanten im Sensormanager, die definiert sind, die für verschiedene Anwendungsfälle unterschiedliche Delays definieren. Also das sehen Sie hier. Ich lasse es jetzt mal ganz kurz unausgeschrieben, damit wir einen Blick auf dieses Autocompletion werfen können. Wir haben ganz unten Delay Normal, dann haben wir Delay UI und wir haben Delay Game und Delay Fastest. Das sind die Informationen, die wir, oder das sind die gerade an, na, nicht Genauigkeit, aber an Häufigkeit, mit der wir theoretisch von diesem Sensor informiert werden könnten. Je weiter oben, desto häufiger bekommen wir Ergebnisse. Fastest ist theoretisch die schnellste Update-Geschwindigkeit, Normal ist die langsamste. Die in der Mitte, UI und Game, die heißen deshalb so, weil die bestimmte Anwendungsfälle repräsentieren. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Beschleunigungssensor ein Videospiel implementieren für Android und über die Bewegung des Gerätes Ihre Spielfigur steuern möchten, ist es wahrscheinlich super wichtig, dass Sie so gut wie möglich oder mehr als normal, häufiger als normal über diese Veränderung der Lage des Geräts informiert werden. Deshalb dieses Delay Game. Wenn Sie vielleicht nur die Orientierung von Ihrem Gerät anpassen möchten oder irgendwelche Dinge im User Interface triggern möchten durch eine Bewegung, dann reicht Ihnen vielleicht dieses UI. Ich glaube, uns reicht auch dieses UI. Wir wollen ja die Kompassnadel anpassen. Das passt dann schon mit dieser Aktualisierung. Dieser erste Wert, das ist ein Vorschlag an das Android-System. Ich würde gerne in diesem Intervall, also in dieser Zeitspanne, es ist eine relative Zeitspanne, würde ich gerne informiert werden, wenn sich Sensorwerte ändern. Aber ganz wichtig, es ist nur ein Vorschlag. Wahrscheinlich werden wir in diesem Intervall über Änderungen informiert. Es kann aber auch sein, dass das Android-System sagt, ich habe gerade nicht so viele Ressourcen, um alle Leute zu bedienen und dann mache ich irgendwelche Abstriche. Das heißt, es ist nur ein Optimalvorschlag. In der Realität kann es sein, dass das Delay, also das Intervall zwischen zwei verschiedenen Sensor-Updates, wesentlich höher ist. Und dann geben wir noch einen zweiten Wert an. Das ist auch wieder so ein Delay. Dazu können wir auch wieder die gleichen Konstanten benutzen. Ich mache jetzt auch mal das gleiche, Delay UI. Und das ist ein Wert, der sagt, wie lange kann das Android-System ein Status-Update, was es von dem Sensor bekommen hat, hinauszögern. Also dieser erste Wert ist, wie viel Zeit soll zwischen zwei Informationen, was die aktuellen Sensorwerte liegen, maximal sein. Sensor Delay UI nehmen wir. Der zweite Wert, wo wir jetzt die gleiche Konstante verwenden, ist, wie lange darf das Android-Betriebssystem den nächsten Update hinauszögern. Also wie lange, wenn jetzt irgendwie eine Warteschlange verarbeitet werden muss oder so, kann unsere App auf dieses Signal warten. Das sind in der Praxis wahrscheinlich zwei sehr ähnliche Werte, die drücken aber zwei unterschiedliche Dinge aus. Wie aktuell sollen die Werte sein und wie lange können wir auf die Werte warten? Das machen wir einmal für den Beschleunigungssensor. Dann machen wir genau das Gleiche nochmal für den Magnetfeldsensor. Wir können die gleiche On-Sensor-Change-Methode benutzen. Also unser Provider ist Listener für beide Sensoren. Wir entscheiden dann in dieser Methode, was wir für Werte bekommen haben. Für den Magnetfeldsensor nehmen wir jetzt einfach mal die gleichen Delay-Werte. Also auch hier sagen wir, dieses Delay UI, dieser zweitlangsamste oder drittschnellste Update-Zyklus reicht uns aus. Also wir verknüpfen unseren Orientation Provider mit diesem Sensor-Manager. Und jetzt ab diesem Zeitpunkt, sobald wir diese Startmethode aufrufen, kriegen wir hier immer mit, wenn sich irgendwelche Werte ändern.
Das können wir uns anschauen, indem wir in dieser OnSensorChange-Methode einfach mal einen Debug-String ausgeben. Ich nehme als Tag die Compass-App und als String gebe ich jetzt aus OnSensorChange. Ich bin in dieser Methode. Das ist das Einzige, was diese Log-Ausgabe mir sagen soll. Wir werden gleich sehen, dass die wahrscheinlich nur einmal ausgegeben wird. Wenn ja, sage ich Ihnen warum. Aber jetzt probiere ich das mal aus. Und damit ich das ausprobieren kann, ob ich diese Updates schon mitbekomme, müssen wir jetzt in der Activity ein bisschen was machen. In der Activity müssen wir uns diesen Orientation Provider holen. Wir müssen uns den Sensor Manager holen, mit dem dieser Orientation Provider arbeiten soll. Und wir müssen den starten. Also. Sensor Manager holen. Wenn wir den Sensor Manager haben, den Orientation Provider erstellen. Wenn wir den Orientation Provider erstellen, müssen wir sagen, dass unsere Activity sich für diese Updates interessiert. Und dann müssten wir das Ganze starten. Ich mache das meiner ausgelagerten Methode. Ein bisschen übersichtlicher Byte. Bleibt private void init orientation sensor vielleicht. Was mache ich da drin? Ich hole mir erstmal den Sensor Manager. Also mein Sensor Manager, der wird in der lokalen Variable gespeichert. Das ist ein System Service. Den bekommen wir, wenn wir auf der Ebene von der Activity die Methode getSystemService aufrufen und sagen, wir hätten gerne den Sensor Service. Das ist in dieser Kontextvariable ist das gespeichert. Und jetzt meckert hier das Android Studio, warum? Hier kriegen wir irgendeinen Dienst zurück. Wir müssen aber noch, weil wir das ja in einer expliziten Variable vom Typen Sensor Manager speichern möchten, diesen Cast durchführen. Das machen wir so. Jetzt sagen wir, gib mir bitte den Sensor Manager als Android Service aus dem System raus, speichere den hier in der Variable. Dann sagen wir, und das mache ich mal, indem ich hier eine weitere Variable anlege, die kann eigentlich, nein, die kann nicht final sein wegen dem Lifecycle. Wir erstellen uns eine Variable für unseren Orientation Provider, den haben wir gerade eben als Klasse angelegt, den nenne ich auch einfach Orientation Provider. Und den erstellen wir an dieser Stelle. Orientation Provider ist gleich New Orientation Provider. Wir wissen noch, was der an Informationen braucht. Der braucht nämlich einmal einen Sensor Manager. Den haben wir gerade erstellt. Das kann ich Ihnen hier auch nochmal zeigen. Konstruktor vom Orientation Provider braucht einen Sensor Manager und braucht einen Orientation Provider Listener. Das ist die Komponente in unserer Anwendung, die jetzt, nachdem wir in dem Orientation Provider die Sensorwerte verarbeitet haben, diese Werte dann empfängt in aufgearbeiteter Form. Und das ist in unserem Fall die Activity. Deshalb lassen wir unsere Activity jetzt nochmal den Orientation Provider Listener implementieren. Das Interface, was wir hier unten definiert haben, hier an dieser Stelle. Und dazu müssen wir dann eine Methode implementieren, onAsimuteChange, die uns dann später aus dem Orientation Provider darüber informiert, wenn sich die Lage geändert hat. Und dann können wir im Konstruktoraufruf sagen, dass wir dieser Listener sind und damit wird dann der Orientation Provider korrekt erstellt. Und wenn wir das gemacht haben, können wir den auch gleich starten und mal schauen, was passiert. Das funktioniert jetzt hier noch nicht direkt. Warum? Wir haben ja diese Exception aus der Startmethode rausgegeben. Das heißt, wir haben uns dadurch, dass wir unseren eigenen Code jetzt so implementiert haben, dazu verpflichtet, hier an dieser Stelle mit Try and Catch zu arbeiten. Das heißt, wir probieren aus, den Provider zu starten. Wenn dabei diese Ausnahmesituation eintritt, dass einer der beiden Sensoren nicht initialisiert werden konnten, dann landen wir im Catch-Teil und wir lassen das jetzt erstmal so. Und überlegen uns heute nicht, wie wir das jetzt noch an die Nutzer und Nutzerinnen kommunizieren. Wahrscheinlich wäre es nicht schlecht, irgendwie eine Einblendung zu machen,
Sorry, die App funktioniert nicht im Moment, weil wir halt keinen Beschleunigungssensor zum Beispiel gefunden haben. Aber wir ignorieren das einfach mal und machen dann halt nichts, beziehungsweise verarbeiten dann keine Werte, weil halt die Startmethode nicht erfolgreich ausgeführt worden ist. Die Methode, die wir gerade ausgelagert haben, die rufe ich in der onCreate-Methode jetzt testweise mal auf. Und dann starte ich mal meine App. Startet schon mal ohne Probleme. Wir sehen hier auch die ganze Zeit, dass diese Methode aufgerufen wird. Das heißt, offensichtlich kriegen wir schon neue Informationen mit. Und jetzt können wir gleich mal einen Elefanten im Raum irgendwie ansprechen. Wir beschäftigen uns irgendwie mit Sensorwerten, die was mit der Lage des Geräts im physikalischen Raum zu tun haben. Aber das hier ist ja ein virtuelles Gerät, das bewegt sich nicht. Ich kann jetzt hier, sehen Sie nicht, aber ich könnte meinen Monitor schütteln. Das kriegt der Emulator nicht mit. Das heißt, eigentlich sind wir ein bisschen eingeschränkt, weil ich sehe zwar hier, dass was passiert, aber das sind irgendwie so regelmäßige Updates. Eigentlich nur, das sind noch keine Updates, die sich irgendwie tatsächlich auf ein Schütteln von dem Gerät oder eine Orientierung von dem Gerät entsprechend, die als Reaktion darauf passieren, weil ich habe ja hier nur dieses virtuelle Gerät. Sie können das aber im Emulator auch emulieren. Also Sie können dieses virtuelle Gerät auch schütteln und orientieren und auch eine andere Position auf der Welt verschieben. Und das machen Sie, indem Sie hier auf diese Extended Controls klicken, über dem Emulator. Dann dauert es kurz und dann öffnet sich irgendwo ein Fenster, da unten bei mir. Und dann sind Sie in diesen erweiternden Einstellungen für Ihren Emulator. Und da gibt es zum Beispiel diese Rubrik Virtual Sensors. Und da können Sie das Gerät schütteln und hin und her bewegen. Und diese Veränderung, die sich dadurch ergibt, hier sehen Sie auch die Werte, die die verschiedenen Sensoren messen, die werden direkt auch an diese Sensoren des virtuellen Geräts weitergegeben. Und landen dann auch entsprechend in Ihrem Code. Also hier können Sie wirklich komplett simulieren, was mit Ihrem Gerät passiert. Und das Gleiche gilt auch für die Location. Also wenn wir zum Beispiel, ich habe das hier schon mal für die Uni Regensburg gemacht, irgendwo eine Position auswählen und dann sagen Set Location, dann kriegt der GPS-Sensor von Ihrem virtuellen Gerät auch diese Information mit. Wir sind jetzt an dieser Stelle. Also Sie können auch auf dem Emulator das komplett emulieren, wenn Sie möchten. Es gibt mittlerweile kaum noch irgendwelche Sensoren, die Sie zumindest nicht ausprobieren können. Wenn Sie das in der richtigen App machen, immer auf einem physikalischen Gerät auch testen, weil Sie nur so wirklich auch an alle Fehlersituationen kommen und das wirklich gut ausprobieren können. Aber ob dieser Code funktioniert, dass Sie über Sensor-Updates informiert werden, das können Sie jederzeit im Emulator ausprobieren. Und Sie sehen ja auch hier, dass das unten funktioniert. Okay, wir sind in unserem Orientation Provider und wir haben uns über jetzt die letzte Zeit mit dem Sensor Manager ausgehandelt bzw. Mit dem Sensor Manager geeinigt, dass wir diese Status-Updates bekommen. Wir kriegen jetzt immer mit, wenn sich der Beschleunigungssensor und der oder der, ich breche das hier mal ganz kurz ab, damit da unten nicht die ganze Zeit der Bildschirm flickert, wenn sich der Beschleunigungssensor oder der Magnetfeldsensor ändert. Das kriegen wir jetzt immer schon mit. Und jetzt müssen wir irgendwas damit machen. Und das Erste, was ich mache, oder ich sage Ihnen jetzt mal ganz kurz, was wir machen. Wir machen wieder zwei Dinge. Das Erste ist, wir sorgen dafür, dass wir immer die aktuellen Werte haben. Wir sorgen, weil Beschleunigungssensor und Magnetfeldsensor können sich unabhängig voneinander ändern. Das heißt, wir kriegen nicht immer, wenn diese Methode aufgerufen wird, neue Werte von beiden Sensoren. Wir brauchen aber beide Werte, um, wenn sich einer der Sensoren ändert, dieses neue Azimut zu berechnen. Deshalb ist das Erste, was wir immer machen, wenn sich die Sensorwerte ändern, die Werte, die wir von dem Sensor, der diese Änderung ausgelöst hat, bekommen, irgendwo abzuspeichern. Ich möchte irgendwo in meiner Klasse immer die letzten Werte
von beiden Sensoren haben, sodass ich dann, wenn sich die Sensorwerte anpassen, von einem Sensor auch die letzten Messwerte des anderen Sensoren habe, damit ich dann entsprechend aus beiden kombiniert die eigentliche Information, nämlich dieses Azimut, entsprechend berechnen kann. Diese Sensorwerte, die wir da haben, das sind immer einfach irgendwelche Float Arrays. Also das sind keine spektakulären Werte, das sind irgendwelche Zahlen. Sie haben das hier auch schon gesehen. Schauen Sie mal hier, wenn ich das bewege, sehen Sie hier unten angezeigt irgendwelche Messwerte. Das sind irgendwelche Zahlen, die müssen wir interpretieren. Das sind Rohwerte. Also hier ist die Beschleunigung auf der X, Y und Z-Achse in Metern pro Sekunde. Selbst das müssen Sie wissen, damit Sie das interpretieren können. Das sind eigentlich nur drei Float-Werte. Also wenn wir mit Sensorwerten, mit dieser Art von Sensorwerten in Android umgehen, sind das immer einfach irgendwelche Float-Werte meistens oder irgendwelche numerischen Werte. Und jetzt schaffe ich mir erstmal in meiner Activity, in meiner Klasse hier einen Ort, wo ich immer die letzten dieser numerischen Werte, die ich vom Sensor bekommen habe, abspeichern kann. Das sind bei dem Beschleunigungssensor und bei dem Magnetfeldsensor immer drei verschiedene Sensorwerte, die uns interessieren. Also es sind immer drei numerische Werte, sowohl bei dem Beschleunigungssensor als auch bei dem Magnetfeldsensor, die wir uns merken müssen. Und drei Float-Werte speichern wir uns am besten in einem entsprechenden Entschuldigung. Das heißt, ich mache erstmal das hier in Private, also das hat ja gar keinen Sinn, dass der Sensormanager öffentlich ist. Das war ein Fehler. Aber jetzt zurück zu unseren Sensorwerten. Ich erstelle mir ein Float Array. Da speichere ich immer die Messwerte vom Beschleunigungssensor rein. Das ist ein neues, leeres Array, in dem drei Werte Platz haben. Und das gleiche mache ich auch für den Magnetfeldsensor, Magnetometer-Reading. Müsste es Readings heißen wahrscheinlich? Nein, es ist eine Messung, die aus drei Werten besteht. Das heißt, Singular ist wahrscheinlich die bessere Wahl. Weiß ich nicht so genau, können Sie sich ja mal überlegen. Unabhängig davon, wir haben jetzt diese beiden Arrays. Und ich möchte dafür sorgen, dass da immer die aktuellen Werte von diesen beiden Sensoren drinstehen. Und deshalb schreibe ich mir jetzt eine extra Methode. Die nenne ich, wie nenne ich die? Die nenne ich Private Void Update Readings. Die kriegt den Sensor-Event übergeben, den ich in dieser OnChange-Methode immer übergeben bekomme. Und die liest aus diesem, die findet erstmal heraus, um was für einen Sensor es sich handelt. Und wenn es der Beschleunigungssensor ist, dann nimmt die die neuen Messwerte, die in diesem Sensor-Event immer mitgeliefert werden, und speichert die hier rein. Wenn es der Magnetfeldsensor ist, speichert die hier rein. Sodass ich immer, wenn ich diese Methode aufgerufen habe, diese Update-Readings-Methode, sicher sein kann, dass in den beiden Float-Arrays immer die aktuellen Sensorwerte drin sind. Wie mache ich das? Ich schaue einfach nach, von welchem Sensor kommt dieser Event. Das mache ich, indem ich auf den Sensor-Event zugreife. Dieses repräsentiert diese Informationen. Sensorwerte haben sich geändert von einem bestimmten Sensor. Das ist in diesem Sensor-Event-Objekt drin gespeichert. Da schaue ich rein, von welchem Sensor kommen diese Werte und um was für eine Art von Sensor handelt es sich. Und wenn ich da diesen Beschleunigungssensorwert oder diesen Beschleunigungssensortypen herauslese, dann weiß ich, okay, der Sensor-Event, den ich als Parameter an diese Methode übergeben bekommen habe, kommt vom Beschleunigungssensor. Und dann weiß ich, ich muss die neuen Werte hier reinschreiben. Wie mache ich das? Das mache ich, indem ich die Werte, die in diesem Array drin sind, überschreibe. Und weil, wenn wir mal, ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wo diese Werte drin sind. Sensor-Event, Sensor.values, glaube ich. Nein, Entschuldigung,
Sensor Event Values direkt. Das ist das Float Array. Da sind die Werte drin, von denen uns die ersten drei interessieren. Und die würde ich jetzt gerne in das bestehende Array kopieren. Gibt es bestimmt auch wieder 1000 Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Aber können ja ein bisschen Java-Grundlagen nochmal wiederholen. Es gibt so eine coole Funktion, die heißt ArrayCopy. Die kopiert, können wir uns mal durchlesen, was da in der Erklärung drin steht. Steht da was drin? Nein, steht leider nichts drin. Die kopiert Werte aus einem Array in ein anderes Array. Und wir können angeben, wie viele Werte wir aus dem einen Array oder von wo aus wir die Werte aus dem einen Array an welche Stelle des anderen Arrays kopieren wollen. Das macht diese Array-Copy-Methode. Die hat auch nichts mit Android oder so per se zu tun, sondern die ist eigentlich in jeder Java-Umgebung drin. Und der sage ich jetzt, nimm doch bitte mal die Werte, die in dem aktuellen Sensor-Event drinstehen, ganz von Anfang an, von der ersten Stelle, und kopiere die bitte in dieses Array, was ich oben schon angefangen habe, und fang bitte an der ersten Stelle von dem Ziel-Array an und kopiere bitte so viele Werte, wie auch Platz drin ist. Das ist das, was diese Array-Copy-Funktion, ich mache mal den Emulator wieder kurz aus, an der Stelle macht. Nimm die Sensorwerte aus dem Event-Objekt, kopiere die in dieses Array und kopiere dabei die ersten n Werte, und zwar genauso viele, wie hier auch Platz drin ist, damit wir entsprechend dann dort die aktuellen Werte haben. Das Gleiche machen wir jetzt, und jetzt mache ich einfach mal Copy and Paste, auch für den Magnetfeldsensor, nur dass ich dann die Werte natürlich nicht in das Array für die Beschleunigungssensor-Werte speichere, sondern entsprechend in dem anderen. Und jetzt kann ich immer sagen, wenn sich mein Sensorwert oder einer der Sensorwerte geändert hat, dann lande ich ja in dieser Callback-Methode hier, onSensorChanged. Und das Erste, was ich mache, ist, ich sage UpdateReadings, und zwar mit dem aktuellen Objekt, was ich hier übergeben bekommen habe. Und dann weiß ich, oder ich kann sicher sein, dass da drin auf jeden Fall immer die aktuellsten Werte stehen. Da steht auf jeden Fall, stehen auf jeden Fall die Werte drin, die hier übergeben werden, also entweder die vom Beschleunigungssensor oder vom Magnetfeldsensor. Und in dem anderen Array stehen immer die Werte drin, die zuletzt eben bei dem entsprechenden Aufruf der OnChange-Methode von dem anderen Sensor dort gespeichert worden sind. Also jedes Mal, wenn sich die Sensorwerte ändern, speichere ich die erstmal drin. Und jetzt muss ich ein bisschen rechnen. Jetzt muss ich aus diesen beiden Arrays, aus diesen beiden Sensorwerten, aus dem aktuellsten und aus für den anderen Sensor jeweils die vorherigen Sensorwerte, muss ich jetzt dieses Azimut berechnen. Und das wird jetzt ein bisschen tricky, aber ich gehe das einfach mal schnell mit Ihnen durch, und ich würde Sie bitten, mir in großen Teilen einfach zu glauben, dass das so funktioniert. Damit es ein bisschen übersichtlicher ist, schreibe ich das in eine extra Methode. Die kommt wahrscheinlich hier unten hin. Ist die da gut aufgehoben? Die soll mir zurückliefern einen Float-Wert. Der Float-Wert soll dieses Azimut, also diese Ausrichtung des Geräts, repräsentieren. Deshalb heißt die Methode auch getAzimut. Oder, also ich weiß immer noch nicht, wie man das im Englischen ausspricht. Hätte ich mal vorher schauen sollen. Die kriegt als Parameter übergeben zwei Float-Arrays. Einmal die letzten Werte, die beim Beschleunigungssensor gemessen worden sind, und ein Array mit den letzten Werten, die aus dem Magnetfeldsensor gespeichert worden sind. Die Methode könnte auch, das ganz kurz nur, direkt auf diese Werte hier zugreifen. Das mache ich aber ganz bewusst nicht, weil ich diese Werte auch als Parameter reingeben kann, und dann reduziere ich die Berührungspunkte zwischen dieser Methode und der umschließenden Klasse. Das ist
gerade wenn wir hier solche Sachen haben und Change, wir wissen nicht genau, wann das aufgerufen wird, wann wird hier irgendwie der Inhalt von diesem Float-Array manipuliert. Gerade dann ist es nicht schlecht, wenn wir diese Berührungspunkte, mit was arbeitet eine Methode, zu welchem Grad greift ihr auf entsprechende Instanzvariablen zu, verändert die vielleicht sogar, das zu reduzieren, ist keine schlechte Idee. Und deshalb, anstatt diese Methode direkt mit den Instanzvariablen arbeiten zu lassen, übergebe ich dir einfach, was die braucht. Okay, was mache ich jetzt? Ich brauche zwei Sachen. Ich brauche einmal so eine Rotationsmatrix, die repräsentiert die komplette Ausrichtung des Geräts in dem Raum. Und dann brauche ich so ein paar Winkel, die auch nochmal definieren, wie dieses Gerät ausgerichtet ist. Nichts von dem muss ich selber berechnen. Das sind einfach Methodenaufrufe, die ich jetzt tätigen muss, aber ich muss mir die merken, weil ich in wieder mehreren Schritten rechne. Ich muss mir jetzt ein paar Informationen zusammensuchen, damit ich ganz am Ende diese Orientierung des Geräts definieren kann. Und der erste Schritt ist, ich lege jetzt erstmal wieder intern jetzt an dieser Stelle in lokalen Variablen in der Methode die Orte fest, an denen ich mir diese Informationen speichere. Ich mache mir einen Float Array. In dem speichere ich diese Rotationsmatrix. Also das ist diese Sammlung aus Float-Werten, aus Messwerten, die aktuelle Rotationsmatrix. Ich glaube, das kann man gar nicht so stark irgendwie weiter definieren nach unten. Das ist einfach die Menge an entsprechenden Werten auf den verschiedenen Achsen des Geräts, die dessen Orientierung ausdrücken. Und das ist ein Array 9 Float-Werten. Das ist jetzt erstmal noch nicht befüllt. Wir befüllen das und wenn wir das befüllt haben über die Sensorwerte, dann können wir mit den Werten, die wir uns vorher gespeichert haben, zusammen die eigentliche Ausrichtung bestimmen. Wir brauchen noch was. Wir brauchen noch diese Winkel, die wir in einem zweiten Float-Array gleich speichern werden. Das sind drei Sachen, die uns interessieren. Dann frage ich den Sensormanager, beziehungsweise ich greife auf den Gesamtsensormanager zu. Das ist jetzt nicht der spezifische Sensormanager, den wir hier übergeben bekommen haben, der System Service, sondern es ist eine Hilfsmethode, die wir aus dem statischen Kontext aufrufen können. Und die heißt Get Orientation, Get Rotation Matrix. Die bekommt übergeben ein Zielarray. Wo soll diese Rotationsmatrix gespeichert werden? Das ist diese lokale Variable, die wir angelegt haben. Dann bekommt die verschiedene weitere Informationen. Ganz, ganz viel von dem können wir auch einfach ignorieren. Uns interessiert nur die Zielmatrix. Das brauchen wir nicht. Dann brauchen wir die Beschleunigungswerte. Die haben wir uns ja immer in diesem lokalen Array von der Orientation Provider Klasse gespeichert. Und wir brauchen die Magnetfelddaten. Ganz kurz Korrektur. Wir greifen nicht direkt auf diese Werte hier zu, sondern wir machen das über die Parameter, die wir der Methode geben. Und aus diesen Informationen, aus diesen beiden Werten vor allem, aus den Werten, die in diesem Array gespeichert sind, berechnet uns jetzt der Sensormanager diese Orientation Matrix und speichert die hier zwischen in dieses Array, was wir angegeben haben. Wir erstellen das Array und dann so ähnlich wie bei dieser Array-Copy-Funktion speichert diese Methode hier ihr Ergebnis in dieses Array rein. Warum das so ist und warum die keine Rückgabe liefert und wir das dann selber speichern, das sind einfach Performance-Gründe, nehme ich mal an. Also eigentlich sind es Implementierungsgründe, das könnte man bestimmt auch anders machen. Ich vermute aber mal, dass das einfach Performance-Gründe sind. Wir geben dieses Array und dann kann die Methode sehr performant in dieses Zielarray reinspeichern, was wahrscheinlich leichter und schneller geht, als wenn das Ergebnis rausgegeben wird, also nochmal intern ein lokales Array erstellt wird und wir dann diese Werte irgendwie selber verarbeiten und speichern müssen. Also wir erstellen uns die Rotationsmatrix und dann holen wir uns oder sagen wir dem Sensormanager als zweites, dass er uns bitte diese Winkel, Orientation, diese zweite Informationseinheit
bestimmen soll. Und das, muss ich kurz nachdenken, ist die Get Orientation Methode, glaube ich. Sensor Manager Get. Was ist jetzt mein Problem? Gerade funktioniert meine Auto-Completion nicht mehr. Oh, es könnte daran liegen, dass ich nicht mehr in einer Methode bin. Also das hier nehmen wir mal ganz kurz raus. So. Und in der Methode können wir dann wahrscheinlich wunderbar natürlich die GetOrientation-Methode aufrufen. Der sagen wir, jetzt ist es andersrum. Wir sagen, arbeite mit der Rotation Matrix und speichere dein Ergebnis in dem zweiten Array. Und wenn wir das haben, dann können wir uns dieses Azimut ausrechnen bzw. holen. Denn das ist der erste Wert, der in diesem Winkelset drinsteht. Das heißt, wenn wir da jetzt auf dieses Array zugreifen und den ersten Wert auslesen, der Rest interessiert uns überhaupt nicht, dann haben wir den Azimut, das heißt die Abweichung von der Ausrichtung unseres Geräts von dem Nordpunkt. Kleines Problem, also wir akzeptieren jetzt einfach mal, dass das alles funktioniert mit diesen ganzen Sachen und wir akzeptieren jetzt einfach hier Azimut, was ist das? Abweichung des Geräts von der Nordpeilung, aber großes Problem in Bogenmaß. Das heißt, wir haben hier einen Winkel, mit dem wir arbeiten oder den wir berechnet bekommen, der ist aber in diesem Bogenmaß angegeben und wir brauchen, damit wir den umwandeln können oder verwenden können, um unser User Interface anzupassen, und das ist ja das, was wir tun wollen. Wir wollen ja diese Kompassnadel ausrichten, brauchen wir den in Grad. Und das ist auch kein so großes Problem, denn in Java, wenn Sie sich erinnern, gibt es dieses Mathe-Paket, dieses Maß-Paket, und da gibt es eine ganz einfache Methode, die heißt einfach toDegrees. Der übergeben wir den Wert im Bogenmaß und dann kriegen wir den im Winkelmaß einfach als Gradanzahl, also als Gradanzahl 0 bis 360 entsprechend zurück. Das ist ein Double-Wert, den casten wir nach Float. Wenn wir das gemacht haben, dann geben wir den zurück und damit ist unsere Methode abgeschlossen. Und jetzt haben wir uns eine Methode geschrieben, die aus den aktuellen Werten, die wir als Parameter übergeben, die Orientierung unseres Gerätes im Raum, noch nicht die Positionierung, das würde mit dem GPS passieren, aber die Orientierung dieses Geräts bestimmt. Und in unserer OnSensorChange-Methode machen wir jetzt eine zweite Sache. Wir speichern die aktuellen Messwerte in den beiden Arrays. Dann lassen wir auf der Basis von dem Inhalt dieser beiden Arrays uns diesen Azimut zurückgeben, indem wir die Methode aufrufen, die wir gerade eben erstellt haben. Wir füttern die Methode mit den beiden Arrays, deren Inhalt sich vorher aktualisiert hat. Dann haben wir die aktuelle Positionierung und geben die über den Listener nach außen zurück. Und damit ist die Aufgabe von diesem Teil unserer Anwendung mehr oder weniger erledigt. Wir könnten noch sagen, wenn die Stopp-Methode aufgerufen wird, sagen wir dem Manager, dass wir uns abmelden als Listener und damit dann keine weiteren Status-Updates, bevor nicht wieder die Startmethode aufgerufen wird, mitbekommen. Aber der wesentliche Teil aus diesen ganzen Sensorwerten, die wir da bekommen, dann diese Orientierung ausrechnen, die haben wir hier erledigt. Jetzt können wir es mal ausprobieren, ob das funktioniert, bevor ich Sie in den Abend entlasse. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz durch, was wir gemacht haben. Wir haben den Orientation Provider geschrieben. Der kriegt im Konstruktor einen Sensor Manager mit, damit er sich bei den Sensoren des Android-Geräts registrieren kann und kriegt einen Listener mit, der informiert werden möchte, wenn sich die Orientierung des Geräts speichert. Beides wird im Konstruktor in Variablen abgespeichert. Wenn wir den Provider starten, sucht er sich die beiden Sensoren raus. Wenn einer der Sensoren fehlt,
brechen wir das Ganze ab, weil wir nicht weiterarbeiten können. Wenn beide Sensoren da sind, registrieren wir uns als Orientation Provider bei diesem Manager für diese beiden Sensoren bzw. Updates aus diesen beiden Sensoren, sagen, uns reicht diese Geschwindigkeit, in der wir oder dieses Intervall, in dem wir informiert werden möchten. Ab da bekommen wir jedes Mal, wenn sich einer dieser Sensoren hinsichtlich seiner Werte ändert, über die OnSensorChanged-Methode mit, dass sich was tut. Wir holen uns die jeweiligen Werte, die aus diesen beiden Sensoren kommen. Wir stellen fest, von welchem Sensor kommt dieser ganz konkrete Event, speichern uns dann die Messwerte, die der liefert, in dem entsprechenden Array. Wenn wir das gemacht haben, also wenn wir das jeweilige Array für den passenden Eventtypen aktualisiert haben, berechnen wir aus diesen neuen Werten und den letzten Werten des anderen Sensors die Ausrichtung unseres Geräts, diese Peilung, indem wir einfach auf Methoden vom Framework zurückgreifen. Wenn wir das gemacht haben, geben wir diese neue Peilung über das Listener-Interface aus dem Provider zurück und es landet in der Activity und da haben wir ja schon diese Callback-Methode hier angelegt. Jetzt zeige ich Ihnen mal ganz kurz als Endergebnis, was da eigentlich passieren soll. Ich möchte ja jetzt hier in dieser Methode eigentlich eine ganz einfache Sache machen. Ich möchte nämlich immer, wenn sich dieses Azimut ändert, starten wir ganz kurz die Anwendung neu. Immer wenn sich dieses Azimut ändert, möchte ich ja diese Kompassnadel neu ausrichten. Das machen wir, indem wir auf dieses Image View zugreifen, das hier ist. Das ist dieser Kompass View. Und einfach den immer drehen. Es gibt eine Set Orientation oder Set Rotation Methode, die Sie auf einem Image View in Android aufrufen können. Und damit ändern Sie einfach die Ausrichtung von dieser Grafik. Also Sie drehen die um den gedachten Schwerpunkt, das ist glaube ich normalerweise der Mittelpunkt, in eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Gradanzahl und dann wird dieses Bild entsprechend im User Interface angepasst. Um das ganz kurz mal auszuprobieren, erstelle ich mir eine Instanzvariable in der Activity, die kann auch nicht final sein, vom Typen ImageView. Und nennen die mal Main Compass View. Das ist dieser Hauptkompass, nicht dieser Regensburger Kompass. Ich importiere mir das. Das ist jetzt einfach ein User Interface Element. Also wir sind jetzt wieder auf der Abstraktionsebene woanders. Gerade haben wir uns mit Sensordaten und so weiter beschäftigt. Jetzt sind wir wieder ganz klassisch im User Interface. Wir brauchen dieses Image View, weil wir das drehen wollen programmatisch im Code. Dazu können wir vielleicht in der initUI-Methode in diese Variable das entsprechende User-Interface-Element reinspeichern. Ich schaue mal ganz kurz, wie ich die ID genannt habe. MainCompassView, das heißt, hier sollte ich darüber drauf zugreifen können. Und dann ist in dieser Instanzvariable eine Referenz gespeichert auf dieses Bild hier. Und wenn sich jetzt mein Kompass intern verändert, also die Sensordaten sich verändern, dann werde ich hier über diese Listener-Schnittstelle, wir haben ja dem Orientation Provider, die Klasse, die wir selber geschrieben haben, gesagt, unsere Activity ist der Listener, der ganz am Ende, wenn du immer dieses Azimut berechnet hast, darüber informiert werden möchte. Also wir werden als Listener an den Konstruktor vom Orientation Provider übergeben. Wenn wir einen neuen Wert berechnet haben, informieren wir diesen Listener darüber. Das heißt, das sollte hier ganz am Ende ankommen. Und da können wir jetzt sagen, immer wenn sich dieses Azimut verändert, nimm doch mal das Compass View und setze dessen Rotation und nimm dazu den Wert, den du von dem Provider bekommst. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben und das Ganze starten, dann können wir, wenn wir hier unser Gerät bewegen, sehen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Ich kann es jetzt nicht Ihnen zeigen, weil ich kein physikalisches Gerät habe. Dann könnten wir sehen, ob es auch tatsächlich die Nordrichtung ist. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir auch die Orientierung umdrehen müssen, damit es sich tatsächlich an die Bewegung des Geräts anpasst.
Nageln Sie mich nicht drauf fest, aber ich habe da sowas in Erinnerung. Probieren wir mal ganz kurz aus. Ich glaube, also ich glaube, Sie müssen dann diesen Winkel bei der Rotierung negieren, damit Sie dann die richtige Orientierung für das Bild bekommen. Aber das können Sie ja mal ausprobieren, wenn Sie das entsprechend selber implementiert haben. Was wir noch machen können ist, wir können, bevor wir auseinandergehen, weil ich glaube, so einen GPS-Location-Provider, den kriegen wir jetzt nicht mehr hin, aber ich kann Ihnen noch eine Sache zeigen. Denn wenn Sie sich das hier mal anschauen, das ist irgendwie, es wirkt nicht so schön wie so ein schöner Kompass, weil diese Bewegung so ganz abrupt ist. Also wir kriegen einen neuen Wert und dann ändert sich das User Interface entsprechend. Das ist alles nicht so wunderschön. Viel schöner wäre es, wenn diese Orientation oder diese Veränderung in der Rotation des Bildes ein kleines bisschen weicher wäre und vielleicht dynamischer wäre. Und das kriegt man relativ schnell hin, indem man, wenn man das User Interface initialisiert, so einen weichen Übergang für bestimmte Layout-Bereiche definiert. Und das ist der Grund, warum ich diese beiden Image-Views in der Layout-Datei nochmal in ein extra Layout reingepackt habe. Ich kann nämlich jetzt dieses Frame-Layout, in dem die beiden Bilder drin sind, das kann ich referenzieren ganz einfach, Find View by ID. Und dann kann ich dem sagen, wenn sich in deinem Bereich irgendwas verändert, zum Beispiel die Orientierung von Bildern, dann mach das bitte mit einem weichen Übergang. Und dann sehen Sie gleich das Ergebnis, wenn ich das jetzt mal ganz kurz implementiere. Ich hole mir dieses Layout, das brauche ich nur ganz kurz als lokale Variable. Das muss nicht irgendwie dauerhaft in der Activity gespeichert werden. Das hole ich mir über die ID in den Code rein. Wenn ich das dann habe, erstelle ich mir eine sogenannte Layout-Transition. Das ist die programmatische oder objektorientierte Repräsentation von einer bestimmten Art der UI-Übergänge, Layout-Transition. Ein Layout verändert sich, weil sich dessen Inhalt verändert. Und wir wollen diesen Übergang auf eine ganz bestimmte Art und Weise darstellen. Entweder so abrupt, wie wir es jetzt haben, oder indem sich die Werte in einem weicheren Übergang tatsächlich ändern. Und wir erstellen uns so eine neue Transition, die wir gleich diesem Layout dann zuweisen. Und diese neue Transition, die nehmen wir uns und wir sagen erstmal ganz allgemein, dass wir eine bestimmte Art der Veränderung hier abbilden möchten, und zwar die Changing-Variante. Also immer, wenn sich irgendwas an dem Layout ändert, interessiert uns das und wir wollen, dass sich diese Transition eben auch im User-Interface entsprechend darstellt. Und dann sagen wir, der Compass-Frame, den wir definiert haben, der soll diese neu erstellte Layout-Transition tatsächlich auch verwenden, indem wir über die entsprechende Methode das dann an dieses vorher definierte UI-Element übergeben. Jetzt schaue ich mal, wie das auf dem Emulator dann am Ende ausschaut. Hat sich jetzt nicht so viel verändert. Können Sie ja mal auf dem physikalischen Gerät ausprobieren, ob das da ein bisschen schöner ausschaut, aber eigentlich sollte der Übergang jetzt ein bisschen weicher sein. Also das ist nicht so ganz cool, wie ich es mir erwartet habe. Ich sehe jetzt tatsächlich keinen so großen Unterschied. Liegt vielleicht auch daran, dass ich hier nicht so weich das verändern kann, wie man das vielleicht mit einem richtigen Gerät machen könnte. Aber eigentlich sollte durch dieses Hinzufügen von so einer extra Transition dieser Wechsel in der Rotation der Grafik ein bisschen weicher letztendlich sein. Okay, lassen Sie es uns dabei belassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ein paar Sachen aus den Lerneinheiten oder aus der aktuellen Lerneinheit sind deutlicher und klarer geworden. Wenn Sie möchten, sehen wir uns gerne wieder am nächsten Montag. Dann wahrscheinlich mit einem anderen Thema. Oder wir machen an dieser Stelle weiter. Das
entscheide ich mal im Laufe der nächsten Woche. Bis dahin können Sie sich auf jeden Fall gerne den Lösungsvorschlag anschauen. Den hatte ich ja schon verlinkt. Und natürlich können Sie sich auch die aktuelle Übungsaufgabe anschauen. Da werden Sie auch mit Sensoren arbeiten, keinen Kompass implementieren, sondern eine kleine Wasserwaage. Das Prinzip, was wir uns jetzt aber angeschaut haben, werden Sie da auch verwenden. Und auch diese zusätzliche Abstraktion mit dieser Provider-Klasse können Sie gerne versuchen, da zu implementieren. Das war's für diese Woche. Denken Sie dran, jetzt noch schnell Ihren Lösungsvorschlag einzureichen für die erste Studienleistung und dann haben Sie einen schönen Feierabend und wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen!